Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 10 von Valheim. Und ja, wir haben das Leder letzte Runde gekriegt, glaube. Das war, das Wildschwein noch kurz vor Ende. Ich hatte schon abgekündigt und dann lief es mir doch noch über den Weg. Und da haben wir das gemacht und jetzt müssen wir mal gucken. Nee, in der Werkbank sind wir falsch. Wir müssen jetzt hier den Hammer rausholen, den Rechtsklick machen und dann sehen wir, dass wir... Nee, herstellen wir schon richtig hier das Gerbgestell machen können und damit werten wir unsere Werkbank auf. Das machen wir nach dem Intro, ne? Würde ich sagen, bis gleich. So, jetzt nur die Frage, wo stellen wir das Ding hin, ne? Rechtsklick war das, Gerbgestell. Und wenn ich das draußen hinstelle, geht das dann oder geht das dann nicht? Das ist hier die Frage, ne? Warte mal. Machen wir nochmal weg, machen wir die Tür auf, gehen mal gerade raus. Und wenn dieser Dingens dahin geht, wie heißt es, dieses blitzende Ding, dann geht das eigentlich bis zur Werkbank, Werkbank Stufe 3. Sehr gut, das hat funktioniert, das heißt, wir haben die aufgerüstet. Wir gehen jetzt mal, ja, hier kann man ja wohl nichts machen, Gerbgestell, ne? Nein, gehen jetzt mal rein. Ich hoffe, das kloppt uns auch keiner kaputt da draußen. Dann müssen wir nämlich ein bisschen was bauen, dass das besser wird. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal in die Werkbank rein, was es jetzt so geben könnte. Hier Hammer repariert und herstellen. Wir können Lederhelm machen, Fackel. Das weiß ich jetzt nicht, ob das schon da war. Feuerstein, Axt, Steinaxt, Bogen, Hirschfellumhang. Ich glaube, den gab es vorher noch nicht, oder? Hammer, Hacke, Feuersteinmesser, Holzschild, hölzerner Turmschild, das hatten wir alles, Feuerstein, ne? Das, weiß nicht jetzt genau. Aber wir können auf jeden Fall Dinge aufwerten, ne? Denke ich mal jetzt. Die Feuersteinaxt, ganz wichtig. Dafür brauchen wir wieder 4 Lederreste, du glaubst es doch nicht. Hirsch haben wir hier noch genug. Aber in der Kiste haben wir nichts, ne? Oder haben wir noch was in der Kiste? Ich weiß gar nicht, ob das in der Kiste war, wenn... das ist eine Trophäe, aber die brauchen wir ja wohl noch. Ja, die Löwenzahn lassen wir mal da, den brauchen wir bestimmt auch irgendwie zum Kochen oder sowas. Jetzt ist die Frage, wir haben nur, da können wir mal was essen. Das kann hier in die Kiste. Aber Pilze haben wir jetzt auch noch ein paar dazu gekriegt, aber ich denke mal die Pilze, da sieht man an der Gabel ja mal, das wird schon langsam schlecht zum Beispiel. Das ist ganz schlecht, dass das schon schlecht wird, ne? Das ist immer zu viel davon geholt. Diese Trophäe kann auch hier bleiben. Wenn ich da jetzt rechts eins esse, dann ist das 20 Minuten. Okay, dann macht das ja Sinn, dass wir schon eins essen. Und das hier ist 9 Minuten ist hier der Schwanz von der Nixe. Die haben wir keinen mehr. Okay, dann werden wir da demnächst einen essen müssen. Mit dem Fleisch bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob man da schlecht wird. Tu das mal alles hier rein, das auch. Holz brauchen wir gerade auch nicht, glaube. Die Trophäe kann auch dahin. Könnten ein paar Pfeile bauen, damit wir da voll sind. Ja, das Essen behalten wir mal hier, das lassen wir auch noch hier. Und Steine haben wir da auch, können da auch hin. So, Essen lassen wir mal dabei. Was ist das hier? Grauzwergenauge, okay. Geht hier in der Kiste natürlich nicht mehr rein, ne? Aber wir haben ja noch eine zweite Kiste. Können wir da was noch reinstecken? Da geht auf jeden Fall das Auge rein, weil es da schon das gibt. Und hier nehmen wir das mal raus, weil das kann in die andere Kiste. Harz lassen wir hier. Ja, dann ist das erstmal gut. Hier nochmal bitte hin, weil die Trophäen können hier rein und das kann auch hier rein. Gut, gut, dann sind wir da erst fertig. Nochmal auf die Werkbank zu kommen. Ah, jetzt haben wir natürlich hier eine Lederhose. Ah, Hirschfell haben wir. Dann sollten wir uns vielleicht eine Lederhose besorgen, oder? Wir haben noch nichts an außer das Hemd, ne? Dann sollten wir jetzt mal das Hemd machen. Das können wir aufwerten, aber das... Ne, dafür haben wir nicht genug Lederbrustpanzer. Ich glaube, wir holen uns erstmal das Hirschfell da raus. Reicht das von der Entfernung? Nein. Das Hirschfell holen wir da mal raus. Aber die Werkbank ist dann wieder einen Schritt zu weit. Gut, Lederhelm würde gehen.
Lederbrustpanzer auch. Lederhose hat Rüstung 2, Lederbrustpanzer hat auch Rüstung 2. Aber ich würde jetzt erst die Hose favorisieren, damit wir ein bisschen schicker aussehen. So. Lederhose quietscht ein wenig, wenn man geht. Habe ich die schon ausgerüstet? Weiß ich dann nicht. So, das zerlumpte Hemd. Zerlumpte Hose. Da steht jetzt Lederhose. Da steht zerlumptes Hemd. Ich habe eine Lederhose. Ah, zerleben. Das war anders wie das. Okay. Gibt es auch ein Lederhemd? Ne, ein Lederbrustpanzer gibt es da nur. Jetzt haben wir noch drei hier von den Holzpfeiler. Feuersteinpfeil. Da haben wir keine Federn. Die müssen wir dann auch noch kriegen. Gut. Das bedeutet, wir brauchen jetzt Holz für die Pfeiler. Vielleicht sollte man das. Nimm es erstmal raus. Nimm das rein. Ich nehme das mal rein, weil ich könnte mir vorstellen, dass ich da auch noch was bauen kann. Und das auch nochmal. Ja, komm, dieses nehmen wir erstmal zu uns. Der Rest brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. So, jetzt gucken wir mal. Fackel. Wäre das mit dem Harz? Hacke. Hacke haben wir doch schon, ne? Ja, auf Stufe 2 haben wir die auch. Hammer, Keule, Steinaxt, Feuersteinaxt. Haben wir denn eine Feuersteinaxt? Ich. Das ist eine Feuersteinaxt, passt. Da unten ist jetzt nichts, wo ich sein würde. Das möchte ich gerne haben. Hirschfellumhang. Okay, da fehlt uns wahrscheinlich ein Hirschfell und ein Knochen. So, da oben sehe ich jetzt die Holzpfeile, die sollten wir jetzt erstmal herstellen. Wir hatten 68, ja, 88. Ich könnte jetzt noch welche herstellen, muss ich aber wieder welche kriege. Einen zweiten Stack kriege ich dann aber nur, ne, oder? Ja, das ist auch egal. Dann lass das mit dem zweiten Stack mal gut sein. Dann sind wir da erstmal durch. Wir könnten den Hammer aufwerten. Das würde auch mit Holz und Dingens gehen. Wir können auch die Hacke aufwerten. Ich glaube, wir können beides aufwerten ohne Probleme. Dann machen wir das mal. Ich weiß nicht, was der Hammer uns dann mehr liefert. Auf jeden Fall wird er schneller dann sein, um was zu bauen. Und die Hacke machen wir auch. Wenn wir das schon tun, dann richtig, ne? Die Keule, da brauchen wir noch Knochen für. Bogen. Ja, da brauchen wir ganz viel. Feuersteinaxt, da brauchen wir nur Leder für. Hemd kann man wohl nicht aufwerten. Ne? Da sind wir schon am Maximum mit. Das heißt, da muss der Lederpanzer dann herkommen. Wie sieht es denn hier so aus mit unseren Fertigkeiten? Schlagwaffen, Blocken, Blocken tun wir gar nicht. Ne? Holz hacken, sprinten, springen, schleichen, Bögen, Messer, Speere, das machen wir auch nicht. Schwimmen haben wir schon was gemacht. Gut. Das sieht erstmal soweit gut aus. Und sonst noch, Trophäen haben wir. Grauzwergen-Trophäe, okay. Das ist erstmal gut. Was haben wir hier noch? Schaden von anderen Spielern nehmen. Ach so, das kann man an- und ausmachen. Und das war hier die Kompendium. Ja, okay, das waren die Nachrichten alle. Ich glaube, wir sind dann erstmal hier soweit durch. Haben wir hier noch Platz drin in der Truhe? Ja, das heißt, schmeiß das mal hier rein. Ja, das müssten wir mal zerlegen hier. Das brauchen wir alles nicht, ne? Nimm es mal mit und schmeiß es vor die Tür, oder? Ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Ich weiß nicht, ob wir Buchensamen mittlerweile nutzen können. Ach, hier sind sogar 6 Federn. Ja, weiß ich auch nicht. Eine Fackel haben wir da auch noch. Ich glaube, das können wir erstmal hier wieder reintun. Der Harz könnte auch hier bleiben, ne? Ich glaube, wir machen das mit dem Harz rein. Das nehmen wir wieder mit. Ja, das kann auch in die andere Truhe, schätze ich mal. Die Federn, na, die Federn lass mal hier. Gut. Dann gehen wir nochmal an die Truhe. Da können wir dann den Rest dieses hier wieder reinschmeißen. Das brauchen wir gerade nicht. Das Leder wäre besser in der anderen Truhe. So von meiner Vorstellung her. Die drei schmeißen wir weg. So. Wie sieht's denn jetzt aus? Höschen haben wir gar nicht an, oder? Ne, Tür wollte ich nicht aufmachen.
Ausrüsten. So, jetzt haben wir die Hose an. Jetzt sind wir ein bisschen stärker. Geschützt, sagen wir es mal so. So, wir sind ausgeruht, wir haben Unterkunft, wir haben Feuer, wir sind ruhend. Das heißt, wir können eigentlich losschlagen, oder? Wir fangen an zu frieren, toll. So, was können wir machen? Ah, jetzt steht uns das Reck immer im Weg. Voll doof. Ja, ich weiß nicht, braten würde ich jetzt noch nicht machen. Ah, das ist voll neblig hier, so ein Shit. Da sehe ich ja gar nichts. Ah, das ist ja doof. Keule? Ja, Keule. Was machen wir jetzt als nächstes? Wir brauchten jetzt noch Leder. Wir müssten also ein Wildschwein finden, aber bei dem Wetter wirst du kein Wildschwein finden. Dunkel. Obwohl, ja, weiß man auch nicht, ne? Es dämmert ja schon. Wenn es dämmert, dann sind die doch aktiv, ne, oder? Wo ist er? Da kommt er. Der Gräuling. Also ich würde jetzt hier nochmal gucken wollen, weil hier... Die ist kalt, ja. Müssen wir einen Pullover anziehen, ne? Muss man noch stricken lernen hier im Spiel. Okay. Ich glaube, da war gerade ein Hirsch. Könnte was zu essen vertragen, ja. Hat er mich gesehen? Na shit, ich sehe ihn aber nicht mehr. Schade, ne? Da ist ein Wildschwein, okay. Dann gibt es einen anderen Knüppel fürs Wildschwein. Da brauchen wir auch nicht schleichen. Okay, wir haben Leder gefunden. Ich dachte, es wäre ein Reh gewesen, war es aber gar nicht. Ist nicht, wo ein Wildschwein ist, ist immer auch ein zweites. Wohl nicht. Schade. Essen ist wenig. Da können wir gleich noch mal zulangen. Das haben wir gerade gegessen. Dann nehmen wir noch das. Man sieht so ein bisschen wenig jetzt leider durch den Nebel. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder fit. Irgendwie ist auf der Linse was drauf. Bin ich dreckig, ne? Muss ich mich waschen? Ja. Hier sehe ich nichts. Was ist das? Kein Reh, ne? Hier ist irgendwas. Hier ist Fleisch noch gefunden, okay. Dann hat sich aber hier wer anders damit gekloppt, nicht ich, oder? Da sind Pilze. Was war das? Baumstammende, okay. Heb die mal auf. Obwohl, ich habe Pilze. Ne, lass mal, nicht alle pflücken, weil die wachsen hier schön. Und wenn ich sie habe, dann verderben sie vielleicht. Das macht keinen Sinn, so viele zu haben. Tja.
Irgendwo hören wir jetzt gerade wieder einen Hirsch. Habe ich wem gehört, der jetzt hier gerade so rumrennt? Ja, da oben. Hey, der braucht aber lange. Okay. Na, schade, jetzt ist es schon weg. Okay, wir gehen jetzt hier mal runter. Da geht's zu unserer Hütte. Ne, ich will nicht zu unserer Hütte, ich will zu dem anderen Häuschen und das müsste da lang sein, ne? Weil ich möchte dieses andere Häuschen noch zerlegen. Das habe ich, glaube ich, gar nicht gemacht. Da kriegen wir erstmal gut Rohstoffe. Und zum Zweiten habe ich gelernt, beziehungsweise in einem Video gesehen, dass man da auch dann irgendwelche Punkte dadurch kriegt oder sowas vielleicht. Und das ist vielleicht nicht schlecht, ne? Oder Rezepte oder sowas. Das macht dann Sinn, dass ich die Hütte abreiße. Achso, dann ist 4, dann muss ich damit 4 machen. Ne, das ist reparieren. Reparieren will ich nicht, ich will jetzt zerkloppen. Und ich muss untenrum zerkloppen, damit die Statik dann kaputt geht. Weil dann fällt alles runter und ich krieg ganz viel auf einmal. Stand da. Hängt die noch? Ja. Wollen wir hoffen, dass wir das so hinkriegen, wie das da so gewünscht war. Das untere Ende hier abreißen, vielleicht fällt dann was zusammen. Ah, da ist noch eine Hauswand, also geht das noch nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe. So, jetzt schwebt das ja schon so ein bisschen, ne? Ah, funktioniert noch, ne? Ja. Irgendwas bricht schon zusammen, glaube ich. Hier die Ecke noch weg, dann geht's. Und jetzt fällt es von alleine zusammen, seht ihr? Wunderbar, oder? Ist nur die Frage, habe ich da was von gehabt? Ich habe es jetzt nicht gesehen, ob da irgendwas aufgeploppt ist oder so. Auf jeden Fall kriegen wir gut Holz jetzt hier, ne? Den Boden, kann ich den auch noch kaputt machen? Weiß ich nicht. Muss ich mit der 5 da arbeiten? Boden einebnen geht nicht. Also, ja. Die Axt ist auch kaputt jetzt. Ja, weiß ich nicht, habe ich ein Rezept gekriegt oder nicht? Das ist die Frage, ne? Ist schwierig, ne? Ich habe nicht darauf geachtet, weil ich so intensiv am Arbeiten war mit dem Ding. Das war wieder ein Problem dann, ne?
Ja. Finde ich hier irgendwas Interessantes noch? Ich glaube nicht erstmal. Feuer ist aus, das sehe ich auf jeden Fall. Dazu sollten wir jetzt benutzen Holz. Und dann haben wir, glaube ich, nichts zum Essen kochen oder so da. Ist da hinten irgendwie was? Da war letztes Mal das der Hirsch, ne? Ist aber jetzt keiner da, oder? Wohl nicht. Okay, ich fühle mich nicht mehr länger ausgeruht. Das ist schlecht. Also der Wind kommt von da. Das heißt, ich müsste eigentlich nach links gehen, damit man mich nicht so schnell wittert. Und da ist ein Hirsch. Das ist die Frage, ob der mich wahrgenommen hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat mich noch nicht wahrgenommen. Ist der genau hinterm Baum, ne? Ich sehe ihn nicht. Wind ist schon mal gut. Sehen dürfte er mich auch nicht, weil ich gerade direkt hinterm Dingens bin, ne? Sehr gut. Der Busch im Weg. Fell und Fleisch. Zweimal sogar, okay. Kriegen wir mal hier weiter. Gegen den Wind. Sehe nix. Habe ich einen gehört, aber ich sehe den noch nicht. Ich könnte was zu essen vertragen, dann müssen wir das schnell machen. Das hat noch 10 Minuten, aber das ist schon weg. Wir haben immer noch die Äxte. Tja, da war einer am Schreien, ich weiß aber nicht wo. Da. Oder? Ja. Gehen wir mal ein bisschen verstecken. Ich habe auch den. Ja. Das Fleisch liegt da. Habe ich alles, ich glaube schon, oder? Und da hinten ist, glaube ich, ein Wildschwein. Ja. Knüppel aus dem Sack und los geht's. Dann kommen wir auch noch an Leder, ne? Noch mehr Wildschweine hier. Das ist, glaube ich, ein Stein. Ne, zurzeit sehe ich keinen. Ne, hier läuft gerade nichts rum. Da sind noch Bären, aber die brauche ich gerade nicht.
Ja, ich denke, wir können uns auf dem Heimweg machen und schauen, dass wir in der nächsten Folge weitermachen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo abmacht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wie ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.